Valentinstag. Kommt jedes Jahr, ob man will oder nicht. Es ist der Tag, an dem dein Liebesleben zur Schau gestellt wird. Schicken Sie ein Dutzend von denen an das tollste Mädchen aus meiner Schule. Sind die für deine Frau? Ich bin 10 Jahre alt. Oh, tut mir leid. War mir nicht klar. An dem es immer eine Chance für Romantik gibt. Oder für Katastrophen. Okay, ich werde jetzt gehen. Okay. Er kann verwirrend sein. Letzte Nacht war der Hammer. Heute Morgen konnte sie nicht schnell genug verschwinden. Ist die Sache für Sie vielleicht enttäuschend gelaufen? Nein, sicher nicht. Auf keinen Fall. Naja. Er kann kompliziert sein. Alex und ich wollten heute eigentlich miteinander schlafen. Liebe kann man nicht planen. Sie redet nicht von Liebe. Aber letzten Endes dreht sich alles um die Liebe. Was empfindet ihr beide füreinander? Oh Mann, ich liebe ihn abgöttisch. Ja, und ich bin verrückt nach ihr. Sehen Sie, ich habe sogar seine Nummer auf meiner Hand. Das ist sie, die junge Liebe. Verheißungsvoll, hoffnungsvoll, realitätsfern. Mein Vater hat mal gesagt, wenn du meine Freundin hast, die zu gut für dich ist, musst du sie heiraten. Alles Liebe zum Valentinstag. Wow. Sie hat ja gesagt! Oh. Stalin, der gesagt hat, kein Rückzug, keine Kapitulation? Ich glaube, das ist eher aus einem Jean-Claude Van Damme-Film. Bester Love-Song aller Zeiten. Rock'n'Roll All Night von Kiss. Das ist ein Stripper-Song. Kriegen wir noch eine Flasche Wein? Am Valentinstag geht es um Wut, um Enttäuschung, Liebe, Romantik, Karung, Diskretion, Funkeln, Verpflichtung. Ich liebe es, ich liebe diesen Hype. Du bist das beste Valentinstag, das ich jemals hatte. Aber erzähl den anderen Kids nicht, dass wir uns in der Bar getroffen haben. Das ist unangebracht.